Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute mal mit der Frage, wie viele Bücher brauche ich eigentlich, um 1000 Euro monatlich zu erreichen? Viel Spaß bei diesem Video. An der Stelle frage ich mich immer, warum eigentlich 1000 Euro? Es ist wirklich so, ich bekomme diese Frage, ja jetzt nicht super oft, aber ich habe die bestimmt schon 10, 15 Mal bekommen und es ist immer, hey Tom, wie viele Bücher brauche ich eigentlich, um 1000 Euro zu erreichen? Es fragt keiner nach 2000 Euro oder 500 Euro, es sind immer 1000 Euro. Keine Ahnung warum. Aber die Antwort ist natürlich wie immer nicht pauschal zu treffen. Ja, also ich werde da nichts pauschalisieren. Es bringt dir nichts, wenn ich sage, hey, du brauchst 10 Bücher. Das ist totaler Bullshit. Es kommt natürlich darauf an, auf welchem Niveau du bist. Also ich brauche mittlerweile wahrscheinlich für 1000 Euro 1 bis 3 Bücher. Also ich habe kaum noch Bücher, die ich rausbringe, die unter 300 Euro monatlich machen. Aber so der durchschnittliche Anfänger wird wahrscheinlich so bei, ja, sagen wir mal 5, sagen wir mal 3 bis 7 Büchern liegen. Ja, es gibt Anfänger, die machen auch mit einem Buch über 1000 Euro, aber das ist nicht die Regel. Also im Schnitt würde ich schon so sagen 200 bis 500 Euro, vorausgesetzt, es wird mein Wissen angewandt. Also wenn du jetzt dich in anderen Regionen umschaust, es gibt Facebook-Gruppen, da sind sehr, sehr viele Leute drin und da wird wahrscheinlich im Schnitt pro Buch 50 bis 100 Euro gemacht. Das ist einfach so. Weil dort jeder das Gleiche macht, die haben nicht die nötigen Marketingstrategien, das nötige Marketingwissen. Und dann dauert das natürlich länger, diese Summe zu erreichen. Und viele geben dann einfach auf, weil es sich nicht lohnt. Ist auch verständlich. Aber ich verspreche dir, wenn du Nischen suchst, auf denen Nachfrage drauf ist, und ich zeige auf diesem Kanal, wie das funktioniert. Es gibt dafür Tools, da muss keiner irgendwie irgendwas prognostizieren, sondern du kannst datenbasiert einschätzen, ob da Nachfrage drauf ist. Wenn du das erledigst, wenn du ein gutes Buch machst, kein Bullshit, 5000 Wörter für einen Cent, sondern wirklich gute Bücher, die gut vermarktet sind, mit einem guten Titel, mit einem guten Cover, ein paar Rezensionen drauf. Und wenn du gute Marketingstrategien anwendest, das heißt, du nutzt alle Distributionskanäle, du nutzt alle Promotionmöglichkeiten, du denkst auch mal über den Tellerrand hinaus, dann schaffst du das. Das kann ich dir versprechen. Natürlich gibt es nie eine Garantie, es gibt immer Leute, die es nicht schaffen, aber ich denke mal, diese 200, 300, 400 Euro sind auf jeden Fall für jeden realistisch. Warum ist das Ganze realistisch? Naja, denk einfach mal nach. Du hast ein E-Book, du hast ein Taschenbuch und du hast ein Hörbuch in den meisten Nischen. Und jetzt denk einfach mal nach, du machst ein Buch über Persönlichkeitsentwicklung. Und da draußen sind in Deutschland alleine über 80 Millionen Leute. Und wahrscheinlich locker die Hälfte kennt Amazon und shoppt auf Amazon. Wieso solltest du es nicht schaffen, deine, sagen wir mal, 100 Sales im Monat zu bekommen? Ja, 100 Sales, du hast eine Tantieme von um die 3 Euro, sind schon 300 Euro. 100 Sales, was sind 100 Sales? Das sind 3 am Tag, nicht mal 3 am Tag. Oder doch, ein bisschen mehr als 3 am Tag. Aber es ist wirklich nicht schwer und dann verteilt sich das ja auch. Ja? Du machst ja Geld mit dem E-Book, es gibt Leute, die das Taschenbuch kaufen und es gibt Leute, die einfach unterwegs sind in ihrem Auto und auf Audible einfach sich irgendein Hörbuch runterladen und da bekommst du ja auch eine Tantieme für. Das heißt, in diese Range zu kommen von 200 bis 400 Euro ist jetzt kein Hexenwerk. Also da musst du keinen absoluten Treffer landen. Es ist natürlich auch jederzeit möglich, dass du mit einem Buch mal mehr als 1000 Euro verdienst. Ja? Das ist jederzeit möglich. Du kannst dir dazu auch mal die Case Study mit dem Andreas Hofmann anschauen. Der hat mit seinem ersten Buch und meiner Unterstützung über 1000 Euro monatlich gemacht, sogar weit über 1000 Euro. Also, ich hoffe, ich konnte diese Frage beantworten. Falls du weitere Fragen zu diesem Thema hast, gerne damit in die Kommentare. Ich würde mich wie immer über ein Abo von dir freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, dein Tom.